Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich den Nähbegriff Verstürzen erklären. Also Verstürzen bedeutet, wenn du zwei Schnittmusterteile zusammen genäht hast und diese am Ende einfach wendest. So, ich habe hier schon mal ein kleines Beispiel für dich genäht. Und zwar habe ich einen ganz normalen Kreis genäht und habe hier eine Öffnung gelassen. Denn jetzt verstürzen wir bzw. wenden wir das Ganze. So, jetzt haben wir hier einfach nur von der linken Seite auf die rechte Seite verstürzt bzw. gewendet. Also warum verstürzt bzw. wendet man? Wenn du schon mal Taschen von uns genäht hast, dann wirst du relativ häufig sehen, dass wir diese Taschen verstürzen bzw. wenden. Das hat den Vorteil, wenn man eine Innentasche halt hat und man die mit dem Außenfutter halt komplett einmal wendet, dann hat man den Vorteil, dass das oben die Kante, dass die halt schön versäubert ist. Also man sieht keine genähte Naht von oben. Also immer wenn du etwas verstürzen bzw. wenden möchtest, dann musst du unbedingt darauf achten, dass du eine Öffnung da lässt. Also hier ist natürlich der Kreis jetzt nicht so groß, deshalb ist meine Wendeöffnung auch nicht so groß. Aber wenn du größere Teile vernähst, wie zum Beispiel eine große Tasche, dann musst du darauf achten, dass deine Wendeöffnung groß genug ist, sodass das ganze Stoffteil auch wirklich durch die Wendeöffnung passt. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video. Wenn du noch weitere kostenlose Nählexikon-Videos sehen möchtest, dann guck einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.